Die US-Comedy-Serie Alle hassen Chris erzählte in den 2000ern Kindheitserlebnisse aus dem Leben von Chris Rock. Dieser hatte die Idee für die Produktion und übernahm selbst die Rolle des Erzählers. In der Serie zu sehen sind jedoch andere. Wir zeigen euch, was aus dem Cast geworden ist. In die Rolle der Titelfigur schlüpfte Tyler James Williams. 2012 übernahm er die Hauptrolle des Cyrus in Let It Shine, Zeig, was du kannst, und war ein Jahr lang als Owen in der Serie Go On zu sehen. Anschließend überzeugte Williams die Kritiker in der Hauptrolle des Lionels in der Komödie Dear White People. Weitere Bekanntheit erlangte er als Noah in The Walking Dead. Außerdem spielte er Monty in Criminal Minds, Beyond Borders und Edgar in Whiskey Cavalier. Zuletzt mimte er in der Filmbiografie The United States vs. Billie Holiday den bekannten Saxophonisten Lester Young. Chris Vater Julius wurde von Terry Crews gespielt, einem ehemaligen American Football Spieler, der seit der Jahrtausendwende als Schauspieler Karriere macht. In den letzten Jahren sah man ihn als Hail Caesar in der The Expendables Reihe. Außerdem spielte er Nickens in der romantischen Komödie Urlaubsreif oder Jesse Aronson alias Bedlam in Deadpool 2. Seit 8 Staffeln ist er als Detective Terry Jeffords auch Teil der US-Sitcom Brooklyn Nine-Nine. In den USA ist Crews ein sehr bekanntes TV-Gesicht. Dort moderierte er bereits beliebte Shows wie Who Wants to be a Millionaire oder America's Got Talent. Chris' jüngerer Bruder Drew wurde von Tegan Richmond dargestellt. 2013 verkörperte Richmond in Blue Caprice den bekannten Serienmörder Lee Boyd Marvel. 6 Jahre lang war er zudem in General Hospital als TJ zu sehen. In der Hulu-Serie All Night spielte er Christian und in der Comedy-Serie Boomerang mimte er die Hauptfigur Bryson. Zuletzt spielte er außerdem Connor in der Horrorserie The Unsettling. Chris' Mutter Rochelle wurde von Tichina Arnold verkörpert. Sie kennt man bis heute größtenteils aus verschiedenen Serien. So spielte sie in der von Fran Drescher entworfenen Sitcom Happily Divorced deren beste Freundin Judy. Eine weitere Sitcom, in der Arnold eine Hauptrolle spielte, ist Survivor's Remorse, wo sie als Cams Mutter Cassie zu sehen war. In dem satirischen Comedy-Drama Daytime Divas mimte sie Mo. In The Neighborhood spielte Arnold seit 2018 Calvins Mutter Tina. Filme, in denen sie zuletzt mitwirkte, waren Countdown und mein WWE Main Event, in denen sie die Krankenschwester Amy und Leos Grandma spielte. Tonya war die jüngere Schwester von Chris und Drew. Sie wurde von der Amerikanerin Imani Hakim gespielt. 2016 trat Hakim in Sharknado 4 als Gabby auf. Im Jahr darauf sah man sie in Burning Sands als Roshan und nochmal ein Jahr später in dem Psychothriller Cam als Baby. Aktuell spielt sie die Hauptrolle der Dana in der Sitcom Mythic Quest, Raven's Banquet. Chris' guter Freund Greg wurde von Vincent Martella dargestellt. Martella war 3 Folgen lang als Patrick in The Walking Dead zu sehen und spielte die Hauptrolle des Roberts in der Horrorkomödie The Stalking Dead, mein kopfloser Ex. Des Öfteren arbeitete er in den letzten Jahren auch als Synchronsprecher. So ist er die englische Stimme von Phineas aus Phineas und Ferb, Hope S-Time aus dem Computerspiel Final Fantasy 13 und die von Bradley aus der Zeichentrickserie Schlimmer geht's immer mit Milo Murphy. Eine seiner neuesten Produktionen ist das Drama Shallow Water, in dem er die Hauptrolle des Jack spielt.